Während man in einer Kleinstadt in Michigan Staub aufwirbelte, wurde unangekündigt die Geburt eines Unternehmens vorbereitet, das die Automobilindustrie der USA auf die Weltkarte bringen sollte. Alles begann mit einem Jungen, der die Farmarbeit hasste, aber es liebte, Uhren zu reparieren. Seine Liebe wuchs von den Mini-Zahnrädern in diesen Uhren zum Studium von Verbrennungsmotoren, bis er sein erstes Auto baute und das historische Ford Modell T schuf. Das Auto, das von 50% der US-Bevölkerung genutzt wurde. Dies ist die Geschichte eines Bauernjungen, der gegen alle Widerstände seine Träume verwirklichte. Henry Ford wurde im Juli 1863 im Herzen von Springwells Township, Michigan, geboren. Er wurde als Sohn eines Farmers namens William Ford geboren. Seine Wurzeln reichten bis nach Irland und Belgien zurück, denn von dort stammte sein Vater als jüngstes Kind belgischer Einwanderer. Als er 13 Jahre alt war, verlor Henry 1876 seine Mutter und blieb als kleiner Junge auf einer großen Farm zurück. Er liebte die harte Arbeit auf dem Acker nicht und es spielte keine Rolle, dass er als ältestes von 6 Geschwistern den Besitz erben sollte. Seine Berufung war eine andere. Er hatte nur ein Auge für mechanische Gegenstände und deren Funktionsweise. Er entwickelte eine tiefe Faszination für diese Kunst, konnte aber zunächst nur seine Fähigkeiten als Uhrmacher verbessern. Das war gut, um seine Neugier zu befriedigen, denn der Beruf selbst war sehr kompliziert. Außerdem half es ihm, den Verlust seiner Mutter zu verkraften, indem es ihm die harte Arbeit auf dem Bauernhof vor Augen führte. Er liebte Uhren. Dies zeigte sich in der Art und Weise, wie er mit der kleinen Taschenuhr umging und sie pflegte, die ihm sein Vater schenkte, als er 12 Jahre alt war. Schnell beherrschte er ihr Innenleben und im Alter von 15 Jahren wurde er zum Meister der Uhrenreparatur in der Nachbarschaft. Er konnte Uhren mit Leichtigkeit auseinandernehmen und wieder zusammensetzen und sie richtig zum Laufen bringen. Er war in jedem Fall ein engagierter Arbeiter. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass er jeden Sonntag etwa 4 Stunden zu Fuß unterwegs war, nur um zur Kirche zu gehen. Im Alter von 16 Jahren verspürte er bald den Wunsch, die Kleinstadt zu verlassen. Sein Ziel war die Stadt Detroit, wo er 1879 eine Lehre als Maschinenschlosser absolvierte. Seine erste Anstellung fand er bei James F. Flowers & Brothers und dann bei der Detroit Dry Dock Company. Hier lernte er die Welt der Zahnräder und Motoren kennen. 3 Jahre später arbeitete er an der tragbaren Westinghouse-Dampfmaschine als Arbeiter bei Westinghouse und wartete die Motoren, die damals die Maschinen antrieben. Diese Zeit in Henrys Leben war revolutionär. Der Grund dafür war, dass alle Formen der Fortbewegung Pferdekutschen und extrem laute Lokomotiven waren, die für den einfachen Mann kaum erschwinglich waren. Er kehrte auch kurzzeitig auf den Familienhof zurück und begann dort, die Mechanik einer funktionierenden Dampfmaschine zu erforschen. In seiner Werkstatt baute er seinen ersten Dampftraktor für den Einsatz auf dem Bauernhof und dann ein Dampfauto. Bald entdeckte er, dass Dampf eher ein Gesundheitsrisiko darstellt, das seine Verwendung in Fahrzeugen bei weitem übersteigt. Deshalb entschied er sich gegen den Einsatz in leichteren Fahrzeugen. Er begann, die möglichen Alternativen zur Dampfkraft zu untersuchen. Seine erste Überlegung galt der Elektrizität, die er jedoch bald als undurchführbar verwarf, da die Kosten für den Erwerb von Oberleitungsdrähten und der Mangel an effizienten Speicherbatterien zu hoch waren. Dann begann Henry, sich mit Verbrennungsmotoren zu beschäftigen, die er nicht in den Vereinigten Staaten, sondern in einem weit entfernten Land erwerben konnte. Und das Opfer, das er brachte, um einen dieser Motoren zu bekommen, veränderte sein Leben für immer. Im Jahr 1885 kaufte Henry den ziemlich genialen Otto-Motor. Er studierte ihn 2 Jahre lang und experimentierte später mit dem Viertaktmodell von 1887, das eine Bohrung von 1 Zoll und einen Hub von 3 Zoll aufwies. Erst 1890, als er den Zweizylindermotor in die Hände bekam, gelang ihm der große Durchbruch. Zunächst einmal arbeitete er nicht allein. 1891 wurde er in Detroit ein enger Verbündeter des bekannten Erfinders Thomas Edison. Er arbeitete als Ingenieur für die Edison Illuminating Company in Detroit.
Im Jahr 1893 wurde er zum Chefingenieur des Unternehmens ernannt. In dieser Funktion hatte er mehr Freizeit, da er nicht mehr die meiste Zeit des Tages in der Fabrik verbrachte, und er begann, sich mit Experimenten am Benzinmotor zu beschäftigen. Nach 3 Jahren trugen seine Bemühungen endlich Früchte. Er baute ein selbstfahrendes Fahrzeug, das Ford Quadricycle. Dieser Prototyp ging im Juni desselben Jahres auf seine erste Testfahrt. Aber Henry war mit der Leistung kaum zufrieden. Er war ein Perfektionist und dachte nur darüber nach, wie er seine Kreation noch effizienter gestalten konnte. Nach 6 Jahren Arbeit in dem Unternehmen lernte er, über die Führungskräfte, die ihn bei dem großen Erfinder empfohlen hatten, die Koryphäe Thomas Edison kennen. Diese neue Beziehung verhalf Henry Ford zu einem unbestreitbaren Erfolg in der Automobilindustrie. Er produzierte 1898 ein zweites Fahrzeug, das von einem Detroiter Holzbaron namens William H. Murphy gesponsert wurde. Dies führte zur Gründung der Detroit Automobile Company am 5. August 1899. Diese war zwar anfangs sehr vielversprechend, wurde aber vor allem deshalb eingestellt, weil die Produktion von Automobilen nicht den Vorstellungen von Ford entsprach, was im Januar 1901 zur Auflösung des Unternehmens führte. Stattdessen tat sich Henry mit einem Freund Harold Willis zusammen. Sie konstruierten im Oktober 1901 ein triumphales 26 PS Auto. Dieses Mal entschied sich Henry, sein eigenes Unternehmen zu gründen, die Henry Ford Company, am 30. November desselben Jahres. Im Jahr 1902 verlor er das Eigentum an der Firma, als Henry M. Leland auf den Plan trat und er gezwungen war, das Unternehmen zu verlassen, was dazu führte, dass es in Cadillac Automobile Company umbenannt wurde. Schon bald verbündete sich der Unternehmer mit einem gewissen Alexander Y. Malcolmson und gründete eine Partnerschaft, eingetragen als Ford & Malcolmson Limited. Das Ziel war dasselbe wie bei den früheren Unternehmungen: die Revolutionierung des Automobilbaus. Sie wollten Autos kommerzialisieren und für alle erschwinglich machen. Der erste Schritt war die Anmietung einer Fabrik und ein Vertrag mit der Maschinenwerkstatt von John und Horace E. Dodge über die Lieferung von Teilen im Wert von über $160.000 auf Kredit, was nach heutiger Schätzung einem Wert von $6 Millionen entspräche. Die Dinge liefen jedoch nicht wie geplant. Die Verkäufe verliefen schleppend und es kam zu Zahlungsschwierigkeiten mit den Gebrüdern Dodge, die eine Bezahlung für ihre erste Lieferung verlangten. Sie mussten zusätzliche Investoren an Bord holen und 1903 entstand ein Unternehmen mit einem neuen Namen, die Ford Motor Company. Sie sammelten $28.000 Kapital und eine Reihe von Investoren, darunter Ford selbst, Malcolmson, die Dodge-Brüder und andere. Das war ein gutes Geschäft, denn es bedeutete, dass ihre Zulieferer sie nicht wegen der anfänglichen Investoren stören würden, da diese zu wichtigen Interessengruppen geworden waren. Henry wurde mit seinen Entwürfen mutiger und er fuhr oft mit seinen eigenen Fahrzeugen. Bei einer Gelegenheit führte er ein neu entwickeltes Auto auf der eisigen Fläche des Lake St. Clair vor. Dieses Ereignis zeigte der Welt ein Auto, das den bestehenden Landgeschwindigkeitsrekord brach und Aufmerksamkeit des Rennfahrers Barney Oldfield erregte. Dieser Mann war für seine Überlandfahrten bekannt und die mit Henry entwickelte Partnerschaft machte das Modell Ford 999 in den gesamten Vereinigten Staaten populär. Alle Fahrzeuge des Unternehmens wurden auf Rennstrecken im ganzen Land eingesetzt. Und ein frühes Beispiel dafür war die Unterstützung des Indianapolis 500 durch das Unternehmen. Das Establishment hatte endlich einen gewissen Einfluss erlangt und selbst Henry war schockiert darüber, was als nächstes mit seinem Unternehmen geschah. Das vielleicht erfolgreichste Fahrzeug von Ford war das Modell T. Das große Debüt des Modells T am 1. Oktober 1908 war ein wichtiger Teil der Firmengeschichte. Mit dem auf der linken Seite angeordneten Lenkrad, eine Innovation, die die Konkurrenten später kopierten, wies das Modell T einige noch nie dagewesene Merkmale auf. Der Motor und das Getriebe waren vollständig gekapselt, die 4 Zylinder in einem massiven Block gegossen und die Federung bestand aus 2 halbelliptischen Federn. Diese Teile waren auf eine einfache, aber signifikante Weise angeordnet, die das Auto zu einem Liebling der Käufer machte. Der Wagen war nicht nur einfach zu fahren,
sondern auch bemerkenswert günstig in der Reparatur. Der Preis für ein Exemplar lag 1908 bei bescheidenen $825, was heute 26.870 Dollar entspricht. Obwohl es wie ein Luxusprodukt aussah, setzte die Erschwinglichkeit des Model T einen neuen Standard. Mit jedem Jahr, das verging, gelang es Henry, den Kunden das Auto zu niedrigeren Preisen anzubieten. Und so wurde es für die Mehrheit der amerikanischen Autofahrer zum Fahrzeug der Wahl. Seine Auswirkungen waren nicht nur wirtschaftlicher Natur, sondern es wurde zu einem integralen Bestandteil der Lernerfahrung unzähliger Autofahrer in dieser Zeit. Und oh, Henry wusste definitiv, wie man ein Fahrzeug verkauft. Er war ein Meister der PR. Im Alleingang organisierte er eine gewaltige Werbemaschinerie in Detroit, um sicherzustellen, dass das Model T in jeder Zeitung Schlagzeilen und Anzeigen machte. Außerdem schloss er lukrative Verträge ab, um ein ausgedehntes Netz lokaler Händler zu schaffen, die dafür sorgten, dass das Auto in fast jeder Stadt Nordamerikas vertreten war. Unabhängige Händler, die von der Marke Ford lebten, warben nicht nur für das Auto, sondern förderten auch das aufkeimende Interesse am Automobilsport. Es entstanden örtliche Automobilclubs, die neuen Fahrern Unterstützung boten und die Erkundung der Landschaft mit dem Model T förderten. Und mehr noch. Henry nutzte seinen landwirtschaftlichen Hintergrund, um das Auto auch an Landwirte zu verkaufen. Das Auto wurde ihnen als praktisches Werkzeug verkauft, was zu einem beispiellosen Anstieg der Verkäufe an Landwirte für die Logistik und an regelmäßige Pendler führte. 1913 führte Ford bewegliche Montagebänder ein, die die Produktion weiter verbesserten. 1913 wurde das Konzept von der Angestellten Clarence Avery, Peter E. Martin, Charles E. Sorensen und C. Harold Wills entwickelt, obwohl es oft Ford selbst zugeschrieben wird. Die Erträge aus der Produktion waren enorm. Im Jahr 1914 verkaufte das Unternehmen über 250.000 Fahrzeuge. Die Preissenkung auf $360 für den Basistourenwagen im Jahr 1916 führte zu einem weiteren Anstieg der Verkaufszahlen auf sage und schreibe 472.000 Stück. Im Jahr 1918 waren Berichten zufolge mehr als die Hälfte aller Autos in den Vereinigten Staaten Modell Ts, was den Einfluss des Fahrzeugs weiter unterstrich. Ein weiteres Verkaufsargument für Henry war, dass die Kunden das Modell T in jeder beliebigen Farbe haben konnten, solange es schwarz war. Eine komische Art der Werbung, aber sie wurde zu einer Art Emblem. Das Fließband, das für eine effiziente Produktion unabdingbar war, verlangte aufgrund seiner schnellen Trocknungszeit die Farbe schwarz. Obwohl den Käufern in erster Linie die mehrfarbigen Versionen zur Verfügung standen, wurde das standardisierte schwarze Modell T zur Ikone. Henry Ford machte 1918 seinen Sohn Edsel zum Präsidenten des Unternehmens, aber er hatte immer noch das letzte Wort bei allen Entscheidungen. Nebenbei gründete er ein anderes Unternehmen mit dem Namen Henry Ford & Son und aus dem Hintergrund heraus inszenierte er einen kalkulierten Schachzug, um sich die volle Kontrolle über die Ford Motor Company zu sichern, indem er die restlichen Aktionäre aufkaufte. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Unternehmen vollständig in Familienbesitz überführt. Er setzte seine Akquisitionstour fort, zunächst mit der Lincoln Motor Company im Jahr 1922, die vom Cadillac-Gründer Henry Leland und seinem Sohn Wilfred gegründet worden war. Es sollte Fords erster Vorstoß in den Markt der Luxusautos sein, aber Henry war von der gehobenen Klasse nicht begeistert und es wurde eher eine Leidenschaft für seinen Edsel. Es war jedoch nicht einfach, sich allein auf den Erfolg des Model T zu konzentrieren. Und das Unternehmen, an dessen Aufbau er so hart gearbeitet hatte, stand vor einer schwierigen Aufgabe, um im Geschäft zu bleiben. In den 11 Jahren, die seither vergangen sind, wurden die meisten Ford-Fahrzeuge von der Elite gekauft. Und das war erst beim Model T der Fall. Damit das klappte, führte Henry Fließbandtechniken ein, die die Produktionskosten senkten und die Arbeitsbedingungen sowie die Effizienz der Mitarbeiter verbesserten. Das Ergebnis war ein leistungsstarkes Auto, das den US-Markt eroberte. Und das Auto dominierte von 1913 bis 1920. Henry hatte ein eklatantes Problem. Auf dem Höhepunkt seines Erfolges zeigte er nie viel Anpassungsfähigkeit,
und dies schuf eine Lücke, die Konkurrenten wie General Motors mit einem vielfältigeren Angebot und fortschrittlicheren Funktionen schnell ausnutzten. Und Ford begann in den 1920er Jahren erhebliche Marktanteile zu verlieren. Zu dieser Zeit erstreckte sich Henry Fords Einfluss auch auf Politik, Gesellschaft und Philanthropie. Er unternahm ein riesiges Projekt namens Fordlandia im Amazonas-Regenwald, mit dem eine Kautschukplantage angelegt werden sollte, um eine ständige Versorgung für seine Autos zu gewährleisten. Das Projekt scheiterte jedoch schnell, vor allem am Widerstand der Einheimischen und an logistischen Problemen, die schließlich zum Scheitern führten. Henrys Zögern, das ikonische Modell T zu ersetzen, wurde ebenfalls zu einem Hindernis. Mitte der 1920er Jahre stellte General Motors eine ernstzunehmende Herausforderung für Fords Vorherrschaft dar. Die Preisleiterstrategie von GM, die Autos für jedes Marktsegment anbot, und die Konzentration auf das Automobildesign unter der Leitung von Harleys Earls Arts and Color Department zeichneten GM aus. Im Jahr 1929 erhöhte die Große Depression den Druck auf die Produktionslinien von Ford noch weiter. Während andere Unternehmen die Kosten senkten, was zu Lohnkürzungen und Entlassungen führte, hielt das Unternehmen trotz des offensichtlichen wirtschaftlichen Abschwungs an den Preisen und Löhnen fest. Beide Maßnahmen führten dazu, dass die Menschen Henry liebten und gleichzeitig hassten. Es war jedoch unvermeidlich, dass das Unternehmen nicht in finanzielle Schwierigkeiten geriet. In der Zwischenzeit gab der veränderungsresistente Ford schließlich der Herausforderung von Chevrolet nach und stellte die Produktion des Modells T für 18 Monate ein, um das Nachfolgemodell A zu entwickeln, das 1927 auf den Markt kam. Zunächst musste er das ältere Modell schrittweise ausmustern und das neue einführen, was die Fahrzeugpalette des Unternehmens ein wenig belebte. Doch es war zu spät und Fords Anteil am Automobilmarkt war geschrumpft, da die stärkeren Konkurrenten an Boden gewannen. Während des Ersten Weltkriegs wagte sich Ford, wie viele seiner Konkurrenten, mit der Produktion von Liberty-Motoren in die Luftfahrtbranche. Nach dem Krieg konzentrierte sich das Unternehmen jedoch wieder auf die Automobilherstellung. Erst 1925 gelang dem Unternehmen mit der Übernahme der Stout Metal Airplane Company ein bedeutender Schritt in die Luftfahrt. Einer ihrer bemerkenswerten Beiträge zur Luftfahrt war der Ford 4AT Trimotor, auch bekannt als Tin Goose, Blechgans, aufgrund seiner gewellten Metallkonstruktion. Für das Flugzeug wurde eine innovative Legierung namens Alclad verwendet, die die Korrosionsbeständigkeit von Aluminium mit der Festigkeit von Duraluminium kombinierte. Einige Quellen spekulieren, dass die Ingenieure von Ford das Flugzeug V73M von Fokker diskret vermessen und nachgebaut haben könnten, da der Trimotor Ähnlichkeiten aufwies. Der Jungfernflug des Trimotor fand am 11. Juni 1926 statt und markierte einen Meilenstein als erstes erfolgreiches US-amerikanisches Passagierflugzeug. Trotz ihrer historischen Bedeutung wurde die Unterbringung der rund 12 Passagiere als eher unkomfortabel beschrieben. Die Vielseitigkeit des Ford Trimotor ging über die zivile Nutzung hinaus und fand in verschiedenen militärischen Bereichen Anwendung, wobei mehrere Varianten von der US-Armee übernommen wurden. Die Smithsonian Institution würdigte Ford für seinen transformativen Einfluss auf die Luftfahrtindustrie. Insgesamt wurden 199 Trimotoren gebaut, aber die Produktion wurde 1933 eingestellt, als die Ford Airplane Division aufgrund der schleppenden Verkäufe, die durch die Herausforderungen der Weltwirtschaftskrise noch verstärkt wurden, geschlossen wurde. Obwohl er ein bewundernswerter Unternehmer war, dem die Interessen seiner Kunden am Herzen lagen, war sein Weg nicht unumstritten. Seine politischen Positionen und Aktivitäten, einschließlich seiner Beteiligung an antisemitischen Publikationen, zogen Kritik auf sich. Obwohl er seine Angestellten anscheinend finanziell gut behandelte, wurde er von der berüchtigten soziologischen Abteilung mit dem Vorwurf konfrontiert, dass alle seine Bemühungen darauf abzielten, das Leben seiner Angestellten zu kontrollieren. Es wurde behauptet, dass das Unternehmen ihr Privatleben aktiv überwachte. Als die Trommeln des Zweiten Weltkriegs zu schlagen begannen, verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Henry Ford zunehmend. Gegen Ende übergab er die Leitung der Ford Motor Company an seinen Enkel,
der nach ihm benannt wurde. Die Weltwirtschaft wurde durch den Krieg erschüttert, aber sein Nachfolger war derjenige, der das Unternehmen auf Trab hielt und in den Nachkriegswohlstand führte, in einer Zeit, in der Automobile sehr gefragt waren. Im Jahr 1947 verstarb Henry und hinterließ ein unvergessliches Vermächtnis, das den Umfang der Automobilindustrie in den USA und in der übrigen Welt verändert hatte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf das Video auf der linken Seite, um die erstaunliche Geschichte der beiden Männer zu sehen, die Rolls-Royce, eine der exklusivsten Luxusautomarken der Welt, gegründet haben. Klicke auch auf das Video auf der rechten Seite, um zu sehen, wie Enzo Ferrari seine Reise vom Rennfahrer zum Gründer und Innovator der beliebten Marke Ferrari begann.